Und damit geht es weiter hier bei Super Mario Land. Die Gameboy-Version. Ja, die Gameboy-Version. Ist toll. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen anderen Stand vom Leben. Ich habe das hier noch einmal bis zu dem Punkt hier gespielt, ey. Und ich hoffe, dass ich das dieses Mal schaffe. Sonst wird das, ehrlich gesagt, total peinlich. So. Die Spinnen waren da. Sind das Cooper? Cooper, diese Schildkröten da, die mir das Leben so schwer machen, nennen die sich so. Ich bin da nämlich nicht so ein Mario Insider. So viel ist da nicht bei mir gewesen von oh Gott, ich stehe gerade total auf dem Schlauch. Von der Euphorie für Mario, sagen wir mal so. Ich war nie so ein großer Fan von Mario, aber dieses Spiel finde ich einmal total cool, weil ich mich eben daran erinnern kann. Aber mehr ist da auch nicht, sage ich einmal. So, okay, was war hier? Genau, ich möchte wissen, wie man da nach oben kommt. Gibt es hier irgendwelche versteckten Coin-Blocks oder so? Ich meine, irgendwie muss es ja gehen. Da. Mario! Da guckt euch das an. Ich würde gerne wissen, wie man jetzt da hochkommt. Oder ist es eine höhere Mario-Philosophie und Physik, die ich noch nicht begreifen kann? Vielleicht bin ich doch noch diesem Spiel nicht würdig genug. Okay. Das passt. Auch hier. Ich möchte wissen, wie man da hochkommt. Es beginnt wieder. Ich nehme auf und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Ja, zum Glück habe ich so viele Leben. Dieses Mal habe ich auch kurz vor diesem Level bei diesem Bonusspielchen da alle drei Level abgesagt. Leben abgesagt. Deswegen funktioniert das jetzt auch gut. Okay. Nein! Oh, das war dieses Ding. Ihr seid so hässlich. So. Okay, und hier einfach Achtung. Hier einfach runter. Ja, alles ist einfach. Alles ist einfach. Lotto. Das sagt man mir immer. Lass mich. Was? Der hätte mich eigentlich jetzt erwischen müssen, aber okay. Jetzt lass mich mal in Ruhe. Alle beide. Nein. Nein, der Pilz. Oh Gott. Ihr Raketenschussmaschinen, ich hasse euch. Nein, du kriegst mich nicht. Da, Kack-Cooper, du. Ich hoffe, ich benenne die sie richtig. Weil es kann auch sein, dass sie komplett anders heißen. Buschmann oder so. Und dann mache ich mich gerade total lächerlich oder so. So. Leute, ich verstehe es selber nicht. Ich verstehe selber nicht, was in solchen Momenten da gerade bei mir passiert, dass ich bei den normalsten Dingen hier, wisst ihr, verkacke. Ich verstehe es nicht. So. Nein! Oh mein Gott! Genau das meine ich ja. Oh. Mario rutscht da auch immer so gerne so ein bisschen weit. Oh. Er rutscht nicht mal. Ich kriege Panik und drücke 5000 Knöpfe auf einmal. Okay, sehr gut. Okay. Okay. Nein. Oh. Was für ein Glück. Kann man hier runter? Mario! Der kann sich hier nicht mal bücken. Also ich glaube, das geht nur mit dem großen Mario. Kann das sein? Nur der große Mario kann sich hier so bücken. Also so klein machen. Nee, bei dem geht das hier irgendwie nicht. Atten! Ich wollte schon sagen, Attenzione, aber... Bitte, jetzt seid doch nicht so gemein zu mir. Nur weil ich so schlecht bin. Oh, nein, nein, nein. Alter! Bitte, ich wollte doch nur springen. Ich verkacke. Oh, hier konnte man rein. Hier konnte man rein? Will ich das wirklich? Yes.
Okay, Vorsicht. Einfach nur Vorsicht, X-Rack. Wo sind wir hier? Ach so, da. Das war kurz vor diesen Plattformen da. Nein! Genau vor denen war das. Okay, jetzt einfach nur... Okay. Nein! Ich wollte doch nur hoch. Das hat so gut geklappt. Warum habe ich nicht weitergemacht? Oh meine Güte. Also langsam geht mir die Musik auf den Kieker. Sie provoziert mich so. La 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 la. Du hast es nicht geschafft. La. Und wir machen es dir schwer. Du bist so jämmerlich. So kommt es mir vor. Oh Gott! Was ist das? Warum schießt es auf mich? X-Rack, das ist ein Stein. Und er schießt nicht auf dich, er rollt nur auf dich zu. Ich weiß. Ah! Wow! Ah, ich wette, da gäbe es hunderte Leben oder so. Lass mich durch! Wen schreie ich da gerade an? Ich weiß es selber nicht. Oh Gott. Oh Gott. Bitte, lass mich wenigstens groß werden. Oh, da hätte ich wohl rüber müssen. Ich muss auf jeder Plattform. Was ist da? Oh nein, nicht wieder sowas. Warum muss das immer mit sowas sein? Mit diesen Stacheln da. Ich will, dass es einfacher geht und nicht schwieriger wird für mich. Das ist doch unmöglich hier. Ich wette, ich sterbe hier gleich. Oh. Wobei, jetzt haben wir das schon so oft geschafft. Alter, ich hab's doch gewusst. Wo bin ich denn hier wieder gelandet? Um Gottes Willen. Oh! Ich muss warten, bis die Plattform zu Ende... Ah, bis die Plattform zurückkommt. Nein, ich will das nicht. Ja, und warum mache ich es dann? Ich habe keine Ahnung. Da. Da. So. So, ich pfeife auf die Coins. Ganz im Ernst. Ich habe keine Lust mehr drauf. Kann ich hier hoch? Ja. Okay, jetzt Konzentration. Dahin. Jetzt erst wenn die Plattform wieder zurückkommt. Um Gottes Willen. Puh. Ich hasse sowas. Am liebsten würde ich einen Safe Set machen oder so. Nein, nicht du. Ich weiß nicht mal, was du bist. Da. Was ist da wieder los? Warum sind hier Steine? Oh nein! Pilzi! Komm zu mir! Danke! Da. Was ist hier? Hier passiert doch auch gleich was. Ach, das passiert hier. Da! Lass mich in Ruhe. Was? Was ist denn mit dem? Was soll ich denn mit dem? Was ist mit dem? Was ist denn mit dem? Lass mich bitte groß werden. Danke. Okay. Da. So, ich überspringe den, glaube ich. So. Ich habe keine Lust, den zu bekämpfen. Ich habe überhaupt keine Lust, den zu bekämpfen gerade. Ja, ich spiele mich so ein bisschen mit den Möglichkeiten hier in Mario rum. Und was kommt jetzt? Wieder ein Dankeschön. Ja! Danke, Mario!
Oh, Daisy! Du wurdest zu einer hässlich fetten, haarigen Spinne! Nein! Okay, hier gibt es wieder das Bonus-Game. Und nach dem gibt es gleich wieder einen Cut, wie bei den letzten Leveln. Und wir gucken jetzt mal, was ich hier herauszaubern kann. Oh nein!